So, dann haben wir es jetzt 14 Uhr. Also, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Vorlesung Programmieren und natürlich auch noch an Sie alle ein ja, frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut über die Feiertage gekommen, sind jetzt bereit, den Endspurt im Semester abzulegen, sich für die Prüfung vorzubereiten und dann hoffentlich erfolgreich Ihr erstes Semester hier in der Informatik abzuschließen oder als Nebenfächler natürlich einfach dieses Semester abzuschließen. Gut, dann können wir inhaltlich einsteigen. Und zwar haben wir heute zwei Themenblöcke, also zwei Foliensätze, zwei Vorlesungseinheiten, die ich geplant habe zu behandeln. Wir können vielleicht auch noch mit einem dritten anfangen, aber den hatte ich jetzt auch schon hochgeladen. Der ist aber dann eigentlich erst für nächste Woche vorgesehen. Wir schauen mal, ob wir mit dem vielleicht noch anfangen. Und zwar soll es im ersten Teil der Vorlesung um das Thema Rekursion gehen. Das ist das Aufrufen einer Funktion aus sich selbst heraus, womit man ja eine ganz andere Art der Problemlösung erreichen kann, die für manche Probleme, für manche Algorithmen sehr sinnvoll und hilfreich ist. Also diese Art des Denkens sollte man auch einüben. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann die Java API nochmal an, auch für das aktuelle Übungsblatt noch interessant. Womöglich haben einige von Ihnen jetzt für das Übungsblatt sich diese Dinge auch schon angeguckt. Sie haben ja immer auch Zugriff auf die Vorlesungsfolien vom letzten Jahr, also im letzten Ilias-Kurs. Aber genau, das sind ein paar Klassen drin, Collection-Klassen, die Sie dann auch für die Verwendung dieses Übungsblatts jetzt erstmals benutzen dürfen. Aber kommen wir zuerst zum Thema Rekursion. Das waren jetzt die beiden Ankündigungen. Hier nochmal der Vorlesungsplan, wo wir jetzt gerade sind. Genau, das Thema Rekursion habe ich es nochmal hervorgehoben. Genau, befindet sich hier. Wir haben ja unseren Advanced Organizer hier, unseren Vorlesungsüberblick, also der die verschiedenen Themen, die wir so in unterschiedlicher Reihenfolge besprochen haben, hier für Sie nochmal visualisiert. Und das Thema Rekursion ist hier das letzte im Bereich Verhalten. Also wir implementieren ja Methoden in Klassen, um Verhalten unseres Programms zu realisieren. Da haben wir über Kontrollstrukturen, Schleifen, Verzweigungen und auch jetzt Exceptions beim letzten Mal gesprochen. Und Rekursion ist so der letzte Aspekt, der fehlt, um diesen Teil zu komplettieren. Die Lernziele für diesen Teil der Veranstaltung sind, dass Sie rekursive Funktionen implementieren können. Und die Idee bei diesen rekursiven Funktionen ist immer, ein zunächst komplexeres Problem in kleinere Instanzen zu zerteilen, um damit dann besser umgehen zu können. Und wie Sie das eben machen, ist Lernziel, oder dass Sie das lernen, ist Lernziel dieser Veranstaltung. Außerdem ist ein Lernziel, dass Sie auch beschreiben können, wie der sogenannte Aufrufstapel, auf Englisch auch Call Stack, während der Abarbeitung von Methoden im Allgemeinen und insbesondere aber bei der Abarbeitung von rekursiven Methoden verwendet wird, weil das schon nötig ist, um im Prinzip zu verstehen, wie so ein ja, Ablauf Ihres Programms und insbesondere rekursive Methoden funktionieren. Kommen wir zur Motivation von dieser Rekursion. Eine Motivation ist ein Vorgehen, das schon in der Antike regelrecht bekannt war, aber auch in der Informatik eine große Rolle spielt, nämlich das Divide-and-Conquer-Prinzip, Divide et Impera oder auf Deutsch Teile und Herrsche. Wenn Sie also vor einem großen, komplizierten Problem stehen, wie ein großes Softwaresystem zu entwerfen oder Gallien zu erobern, wäre wahrscheinlich ein zweites Beispiel, dann macht es Sinn, dieses Problem in Teilprobleme aufzuteilen und die Teilprobleme, die dann kleiner und einfacher sind, zunächst zu beherrschen und das dann zusammenzusetzen zu einem großen Weltreich oder zu einem großen komplexen Programm. Das ist also auch ein wichtiges Grundprinzip in der Algorithmik. Um ein Problem zu lösen, teilen wir es in mehrere, und es müssen eigentlich einfachere Teilprobleme sein, auf. Dann lösen wir die einzelnen Teilprobleme und kombinieren die einzelnen Lösungen, also Teillösungen, zu einer Gesamtlösung. Und das ist eben Divide and Conquer in der Algorithmik. Ein Beispiel ist ein Sortieralgorithmus, der Merge Sort heißt und den ich hier jetzt an einer Animation veranschaulicht habe. Also beim Sortieren geht es ja darum, eine Liste von, in diesem Fall Zahlen, ihrer Größe nach zu sortieren. Also in diesem Fall ihrer Größe nach. Wir wollen also von 1 bis 8 die Zahlen haben. Unsere Eingabeliste ist jetzt aber hier so unsortiert. Und wie kann man das lösen, diese Aufgabe des Sortierens als Computer? Oder wie kann man es auch durch Divide and Conquer lösen, durch Rekursion dann? Die Idee dieses Merge-Sort-Algorithmus ist es, das Problem erstmal durch Halbieren der Eingabemenge oder hier Eingabeliste zu vereinfachen. Also wir sagen, naja, wir sortieren nicht eine große Liste, sondern im ersten Schritt, wir sortieren zwei etwas kleinere Listen.
Die waren uns aber immer noch zu groß mit 4 Elementen. Wir sortieren noch kleinere Listen, jeweils 2 Elementen. Auch das ist uns sogar noch zu schwierig als Problem. Wir sortieren lieber Listen, die nur ein Element groß sind. Und das, schönerweise, ist jetzt einfach. Also eine Liste mit einem Element ist nämlich schon immer sortiert. Also sind wir mit dem Teil jetzt schon fertig. Und dann fangen wir an, also jetzt haben wir da quasi das Problem in Teillösungen zerlegt und diese Teillösungen sehr einfach gemacht, weil jede Liste mit nur einem Element drin ist schon sortiert. Das ist an dieser Stelle also zu schön, um wahr zu sein, könnte man sagen. Jetzt kommen wir schon dazu, Teillösungen wieder zusammenzufügen als Teil des Algorithmuses. Also wir sind jetzt hier, wir haben aufgeteilt, die einzelnen Teilprobleme gelöst. Das war jetzt in dem Fall sehr einfach. Und vereinen jetzt die Teillösung zu einer Gesamtlösung. Was machen wir dazu? Naja, wir vergleichen die jeweils die Listenköpfe von 2 Listen, also zum Beispiel hier die 6 und die 5, und kopieren das kleinere Element in eine neue Liste. Also von 6 und 5 ist die 5 kleiner, also kopieren wir das in eine neue Liste. Ans Ende einer neuen Liste. Und dann haben wir hier noch die 6 über, die kopieren wir auch. Dann vergleichen wir weiter, 3 und 1. Also wieder die Listenköpfe der kleinen Listen vergleichen wir. Das kleinere Element kopieren wir in eine neue Liste. Und dann, eine Liste ist jetzt nichts mehr übrig, dann können wir den Rest auch in die Liste hinein kopieren. Wir haben jetzt hier 2 Listen, also wieder jeweils etwas größere Listen. Es geht weiter, wir vergleichen 7 und 8. 7 ist kleiner, also kommt 8 hinten dran. Wir vergleichen 2 und 4. 2 ist kleiner, also kommt 4 hinten dran. Jetzt sind wir noch nicht fertig, weil jetzt haben wir immerhin sortierte Zweierlisten, aber wir haben noch nicht unsere Gesamtliste sortiert. Also machen wir diesen Schritt, also wir haben jetzt als Ergebnis wieder sortierte Listen. Wir machen jetzt die Schritte 2 bis 4 wieder, bis wir fertig sind. Wir sagen jetzt wieder, wir vergleichen die Listenköpfe von jeweils 2 Listen, also hier 5 und 1. 1 ist kleiner, also wird es in eine neue Liste kopiert. Jetzt vergleichen wir wieder die Listenköpfe dieser obigen 2 Listen, die jetzt ja noch nicht fertig abgearbeitet sind, 3 und 5. 3 ist kleiner, also kopieren wir es nach unten. Jetzt ist die rechte Liste der beiden, die wir hier verglichen haben, leer. Also können wir die 5 nach unten kopieren und dann die 6 nach unten kopieren. Auf der rechten Seite machen wir weiter. Wir vergleichen 2 und 7. 2 ist kleiner. Wir vergleichen 4 und 7. 4 ist kleiner. Wir vergleichen 7 mit nichts. 7 und 8 bräuchte man eigentlich gar nicht vergleichen. Das ist, glaube ich, ein Fehler in der Animation. Aber die beiden können wir jetzt auch in die nächste Liste hineinkopieren. Jetzt haben wir schon 4er Listen, die jeweils sortiert sind. Wir müssen das Ganze noch einmal machen. Wir vergleichen wieder die Listenköpfe 1 und 2. 1 ist kleiner, 2 und 3, also 3 und 2. Jetzt ist die 2 kleiner, 3 und 4, jetzt ist die 3 kleiner, 4 und 5, die 4 ist kleiner. Das wissen Sie auch, 5 und 7, ich mache es jetzt trotzdem zu Ende. 5 und 7, die 5 ist kleiner, 6 und 7, die 6 ist kleiner. Und jetzt haben wir nur noch eine Liste übrig, die wir dann hier auch hineinkopieren können. Und so haben wir Wunderlisten sortiert, ohne eigentlich gar nicht ganze Listen irgendwie hin und her schieben zu müssen, sondern immer nur die Listenköpfe zu vergleichen. Also das war ein Beispiel von der Anwendung dieses Prinzips, das Problem aufzuteilen in kleine Probleme, die sehr einfach zu lösen sind, hier sogar direkt sich selber lösen sozusagen, und dann die Teillösungen zusammenzufügen zu dem Ergebnis, was man für die Gesamtmenge der Eingaben in diesem Fall haben wollte. Und was wir hier gesehen haben, oder wie man dieses Lösungsverfahren implementieren kann, ist die Rekursion. Also man kann das rekursiv implementieren. Und das Prinzip der Rekursion ist, dass man das gleiche Berechnungsmuster immer wieder mit einfacheren bzw. kleineren Eingabedaten ausführt, bis man zu einer trivialen Eingabe gelangt. Wie realisiert man das in einer Programmiersprache? Man realisiert das, indem man Methoden implementiert, die sich selbst direkt oder indirekt wieder aufrufen. Da sehen wir gleich ein paar Beispiele dafür. Und diese Rekursion, die wir jetzt heute besprechen, ist eben eine Standardimplementierung von diesem Divide and Conquer Vorgehen. Wir schauen uns gleich ein Beispiel an, aber erst nochmal eine Beschreibung. Ich habe jetzt gerade gesagt, Rekursion realisiert man in der Programmiersprache über Methoden. Man schreibt sogenannte rekursive Methoden. Und die Definition dafür ist, dass eine Methode, wir nennen sie mal F, rekursiv heißt, wenn im Rumpf von F Aufrufe von F selber vorkommen. Und wenn tatsächlich die Methode F in ihrem Rumpf direkt den Aufruf von F stehen hat, dann nennt man diese Methode sogar direkt rekursiv. Eine Methode F heißt im Gegensatz dazu indirekt rekursiv, wenn im Rumpf von F eine andere Methode G aufgerufen wird, die ihrerseits dann direkt oder indirekt wieder F aufruft, dann ist die Methode nicht direkt rekursiv, wenn F und G verschieden sind, sondern indirekt rekursiv. Auch dann komme ich zu so einem
Verhalten, dass F eben immer wieder, zumindest eine gewisse Zeit lang, aufgerufen wird. Es gibt noch einen dritten Begriff, eine Methode F heißt endständig rekursiv, wenn im Rumpf von F nach dem rekursiven Aufruf von F selber kein weiterer Code steht. Also wenn die sozusagen rekursive Anweisung die letzte Anweisung im Rumpf der Methode ist. Und deswegen werden wir gleich auch über dieses Thema Aufrufstapel sprechen, weil man hier eben ja verstehen muss, dass bei jedem sogenannten rekursiven Aufruf einer Methode eine neue Instanz der jeweiligen Methode gestartet wird. Das sehen wir gleich auch nochmal in der Animation. Aber wenn ich eine Methode F habe und in dieser Methode F nochmal F aufrufe, dann wird im Speicher eine neue Instanz dieser Methode gestartet, also angelegt, und die zum Beispiel lokalen Variablen der alten Instanz bleiben auch noch erhalten. Man arbeitet dann in der neuen Instanz weiter. Wenn das fertig ist, gibt es einen Rückgabewert zurück in die alte Instanz der Methode. Aber wie gesagt, dazu gleich dann auch nochmal eine Animation. Aber das Wichtige hier ist eben, dass jede Instanz einer Methode ihre eigenen lokalen Variablen und Parameter hat, die von außen sozusagen nicht sichtbar sind. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann kann man da gut mitarbeiten. Also rekursive Methoden rufen sich selber im Rumpf auf. Ein Beispiel schauen wir uns jetzt mal an, nämlich die Fakultätsfunktion. Die kennen Sie sicherlich aus dem Mathematikunterricht. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Eine Fakultätsfunktion schreibt man so n Ausrufezeichen, man spricht n Fakultät, berechnet das Produkt der Zahlen 1, 2 und so weiter bis n. Also Fakultät 3 Fakultät zum Beispiel wäre 1 mal 2 mal 3 einfach als Ergebnis. Und das Ganze kann man auch rekursiv berechnen. N Fakultät lässt sich rekursiv berechnen, nämlich so. Als einfachen Startpunkt ist 0 Fakultät 1, sozusagen per Definition. Und N-Fakultät lässt sich dann rekursiv berechnen als N mal N-1-Fakultät. Weil, gut, Sie könnten sich die verschiedenen Reihen aufschreiben für verschiedene Zahlen. 1 mal 2 mal 3, 1 mal 2 mal 3 mal 4 zum Beispiel wäre das nächste. Da kommt ja quasi die vorherige Zahl als Fakultät direkt als Ausdruck auch drin, wieder drin vor. Das ist also eine Funktion, die wir auch rekursiv berechnen können. Und das würde man in Java so hinschreiben, dass man sagt, wir haben eine Fakultätsfunktion, die hat einen Eingabeparameter n, ein Integer, und hat jetzt eben diese zwei Teile. Zum einen einen ganz einfachen Fall des Problems. Und dieser einfache Fall des Problems ist, das steht hier unten, dass 0 Fakultät 1 ergibt, und den noch nicht einfachen Teil des Problems sozusagen, der hier oben ist, wenn n noch größer als 0 ist. Also können wir hier aufteilen. Zum einen, also wir überprüfen, ist n größer als 0, dann sind wir im noch nicht einfachen Teil des Problems. Oder, das heißt dann ja, n ist gleich 0, sind wir im einfachen Teil des Problems, dann können wir direkt 1 zurückgeben. Wenn wir im noch nicht einfachen Teil des Problems sind, steht jetzt hier kein komplexer Ausdruck, der n sozusagen direkt vollständig berechnet, sondern wir berechnen dann n, indem wir zur Hilfe nehmen, dass wir uns diese Funktion Fakultät selber wieder aufrufen können. Wir brauchen zur Berechnung von n Fakultät eben n mal n-1 Fakultät. Das heißt, wir rufen die Methode Fak für Fakultät, blöder Name, für Fakultät, naja, was soll's, mit dem Parameter n-1 auf. Und das Ergebnis multiplizieren wir dann nochmal mit n, um eben diesen Ausdruck hier zu bekommen. Naja, was soll's. Fakultätsfunktion, sehr schön. Genau, was passiert bei diesem Aufruf von zum Beispiel, ich sage es mal lieber Fakultät 4. Wenn wir uns das jetzt veranschaulichen wollen, hier nochmal der Code dazu. Wir wollen Fakultät 4 aufrufen und setzen jetzt mal diesen Wert für n in den Code ein und schreiben den Code jetzt mal in eine Zeile, damit wir sehen können, wie sich dieser Aufruf der Methode so weiterentwickelt. Was haben wir hier also? Wir haben hier stehen, wenn 4 größer 0 ist, dann berechnen wir 4 mal Fakultät aufgerufen mit 4 minus 1. Sonst geben wir 1 zurück. Wir können das auswerten. Also 4 ist größer als 0, das heißt, wir kommen in diesen Teil. Wir schreiben 4 mal Fakultät, 4 minus 1 ist 3, also 4 mal Fakultät von 3 hin. Fakultät von 3 können wir jetzt wieder aufrufen, also sozusagen den Code hier nochmal einsetzen, rufen das mit 3 auf, das heißt, wir haben 3 größer 0, wenn ja, diese komplizierte Berechnung sonst 1, setzen das ein oder beziehungsweise werten das aus, 3 minus 1 ist 2, wir sind in diesem Pfad gewesen, jetzt haben wir hier also stehen 4 mal 3 mal Fakultät von 2.
Da können wir wieder einsetzen, wie wir es eben gemacht haben, und auswerten. Wir haben also diesen Teil jetzt ausgewertet zu 2 mal Fakultät von 1. Wir können das wieder einsetzen, wieder auswerten. Dann haben wir hier stehen 1 mal Fakultät von 0. Und jetzt kommen wir endlich in den einfachen Fall, wenn wir jetzt hier also wieder den Code einsetzen, der abgearbeitet wird, wenn 0 größer 0. Das ist jetzt mal endlich nicht der Fall. Dann gehen wir also in den else-Teil und setzen hier eine 1 ein. Und dann können wir rückwärts sozusagen diese verschiedenen Dinge hier wieder ausrechnen. 1 mal 1, das Ergebnis mal 2, das Ergebnis mal 3, das Ergebnis mal 4 und kommen auf das Ergebnis 24. Das ist also, wie ein solcher rekursiver Aufruf funktioniert. Man ruft an den verschiedenen Stellen immer wieder die Methode mit einem neuen, also mit einem anderen Parameter auf, und das sollte idealerweise auch ein anderer Parameter sein, sonst landet man nämlich in einer sogenannten Endlos-Rekursion, bekommt dann irgendwann ein Speicherproblem bei Java. Genau, es sollte wieder ein anderer Parameter sein. Irgendwann kommt man an diesen Punkt, dass das Problem einfach ist. In unserem Fall hier n ist 0, man liefert die 1 zurück und kann dann da in diesem Fall jetzt wirklich recht einfach die Teillösungen, die man hat, wieder zu einer Gesamtlösung zusammensetzen. Schauen wir uns das Ganze, dieses Prinzip der Rekursion, auch noch anhand eines etwas komplizierteren Beispiels an, nämlich der Binomialfunktion. Auch die kennen Sie wahrscheinlich aus dem Schulunterricht, aber falls nicht, ist es auch nicht so schlimm, weil das ist für uns einfach hier irgendeine Funktion, die wir berechnen wollen. Sie hat 2 Parameter und ist definiert für n größer gleich k größer gleich 0, also hat eine gewisse Einschränkung auf den Werten, auf denen diese Funktion definiert ist, und ist eben mit Hilfe der Fakultätsfunktion definiert als Binomialfunktion von n und k, was man im Sprachgebrauch auch n über k nennt, ist gleich, also ist definiert als n Fakultät geteilt durch n minus 1 Fakultät mal n minus k Fakultät, Entschuldigung, mal k Fakultät. Das ist erstmal eine, ja, ich sag mal, nicht besonders rekursive Definition der Binomialfunktion. Wenn man sowas berechnen möchte im Computer, ist diese Formulierung oder diese Definition der Binomialfunktion ein bisschen problematisch, weil sie Overflow gefährdet ist, weil die Fakultätsfunktion sehr schnell sehr groß wird. Also große Werte, 100 Fakultät zum Beispiel, würde man nicht so leicht so schön berechnen wollen. Nur für kleine n kann ich das im Rechner gut berechnen und darstellen. Zum Glück gibt es für die Binomialfunktion aber auch eine rekursive Formulierung sozusagen, nämlich, dass man zum einen feststellen kann, dass n über 0 immer 1 ergibt, egal welches n. Auch n über n ergibt immer 1, das können Sie durch Einsetzen sich auch nachrechnen, aber kennen Sie vielleicht auch schon. Und das sind sozusagen die einfachen Fälle. Und rekursiv können wir auch definieren, dass n oder feststellen, dass n über k gleich n minus 1 über k minus 1 plus n minus 1 über k ist, also durch geschicktes Umformen sozusagen. Und das ist jetzt eine Formulierung der Binomialfunktion, die rekursiv aussieht, weil wir nämlich jetzt hier auf der linken Seite nur n minus k stehen haben und hier auf der rechten Seite auf vorherige Ergebnisse zugreifen können oder einfach nur auf das k selber an der Stelle. Auch das ist in gewisser Weise dieser Ausdruck hier, ein vorheriges Ergebnis, wie wir gleich sehen werden. Genau, Sie kennen vielleicht für die Binomialfunktion auch schon dieses Pascalsche Dreieck, wo man sich die Lösungen für kleine Werte von n und k auch mal auftragen kann und dann hier auch nachvollziehen kann, warum ja diese interessante Form ja eigentlich ist, dass sehr unterschiedliche Werte von n und k oder eben gleiche Werte von n und k 1 ergeben und die Werte dazwischen dann eben interessante Werte ergeben. Das ist auch eine Funktion, die in der Kombinatorik ganz interessant ist, nämlich wie viele verschiedene Arten auf wie viele verschiedene Arten man k-Objekte aus einer Menge von n-Objekten auswählen kann. Also da ist dieses n über k dann relevant. Wir wollen jetzt uns im Folgenden aber anschauen, wie wir dieses n über k auch als rekursive Funktion implementieren können, eben als ein Beispiel für rekursive Funktionen. Wir können es erstmal ein bisschen umschreiben und also sagen, aha, n minus k ist rekursiv definiert, nämlich zum einen bekommt es den Wert 1, falls k gleich 0 oder k gleich n, und sonst berechnen wir es über diese anderen Aufrufe sozusagen von der Binomialfunktion.
wie würde das in Java-Code aussehen? Wir könnten es so implementieren. Wir sagen, wir haben die Funktion Binom mit den zwei Parametern n und k. Wir haben hier erstmal, und das ist so eine Erinnerung an die letzte Vorlesung, eine gewisse Fehlerbehandlung, weil ich ja eingangs gesagt hatte, dass die Annahme für diese Binomialfunktion ist, dass n größer gleich k und k wiederum größer gleich 0 ist. Das prüft man hier ab. Wenn das nicht der Fall ist, werfen wir eine Illegal Argument Exception mit dem Wert, dass wir eben dieses, oder mit der Fehlermeldung, dass wir eben diesen Zusammenhang der Parameter haben wollen. Wenn das der Fall ist, dann gehen wir in den eigentlichen Berechnungsteil der Binomialfunktion hinein und gucken wieder, sind wir schon in der trivialen Version des Problems, nämlich dass k gleich 0 ist oder k gleich n. Dann ist es einfach, die Binomialfunktion zu berechnen, dann geben wir nämlich einfach 1 zurück. Wenn nicht, dann kommen wir in den interessanten rekursiven Teil, nämlich dann müssen wir die Binomialfunktion mit n-1 und k-1 aufgerufen berechnen plus die Binomialfunktion mit n-1 und k als Parametern. Also das heißt, wir geben diese beiden, wir rufen hier sogar zweimal an dieser Stelle und an dieser Stelle sozusagen hier und hier die Binomialfunktion mit anderen, in gewisser Weise einfacheren Parametern wieder auf, also Parameter, die sozusagen in der Richtung, Richtung 1 laufen, Richtung in unserer einfachen Teillösung. Im Folgenden werden wir dieses Beispiel uns noch ein bisschen genauer anschauen, was passiert da im Aufrufstapel, wie läuft das ab. Im Folgenden werde ich diese nötige Fehlerbehandlung der Übersichtlichkeit halber dann weglassen, was nicht heißt, dass man sie wirklich, wenn man so ein Programm schreiben würde, weglassen dürfte. All das nur als Hinweis. Jetzt also das bisschen Vereinfachte, ohne Fehlerbehandlung. Schauen wir uns mal an, was beispielhaft passiert, wenn wir diese Binomialfunktion mit den Parametern n gleich 3 und k gleich 2 aufrufen. Das setzen wir jetzt auch mal hier ein, um uns das veranschaulichen zu können, also Binom 3 und 2. Dann können wir hier an dieser Stelle die Ausdrücke berechnen, können sagen, das bedeutet, hier unten rufen wir dann, also wir sind nicht im Fall, dass wir 1 direkt zurückgeben können, das wäre jetzt an der Stelle auch langweilig. Wir rufen Binom dann nochmal auf mit 2 und 1 und wir rufen Binom nochmal auf mit 2 und 2. Wie geht es jetzt weiter? Naja, wir sind also hier in den else-Zweig hineingelaufen, rufen diese beiden Dinge auf. Das heißt, Java Virtual Machine würde jetzt diese Methode zuerst aufrufen und hier eine, wie ich ja eben schon gesagt habe, neue Instanz der Methode sozusagen anlegen, im Aufrufstapel anlegen, nun aufgerufen mit den Werten 2 und 1. Hier können wir wieder vergleichen, ist das schon der triviale Fall? Das ist nicht der Fall, also gehen wir hier in den else-Zweig und berechnen jetzt Binom 2-1 und 1-1 plus Binom 2-1, 1. Das können wir eben auswerten, das heißt, wir rufen auf Binom 1-0 und Binom 1-1. Was macht die Java Virtual Machine jetzt? Na, wir sind ja gerade hier in der Ausführung, also nehmen wir hier jetzt auch erstmal den ersten Operanden und rufen diese erste Methode auf. Wir rufen sie mit 1 und 0 auf, gehen hier in den ersten Bereich. Ist 0 gleich 0 oder 0 gleich 1? Da wird jetzt diesmal die erste Bedingung als wahr ausgewertet. Das heißt, wir kommen hier in den einfachen Fall rein und geben 1 zurück. Also diese Methode ruft jetzt nicht wieder rekursiv irgendwas anderes auf, sondern in dieser Instanz der Methode kommen wir in den einfachen Fall und können direkt 1 zurückgeben. Dann steht hier sozusagen 1 plus Binom 1, 1. Wir rufen dann diesen zweiten Teil auf. Auch hier kommen wir jetzt in den einfachen Teil, weil 1 gleich 1 ist, geben 1 zurück. Das heißt, wir haben hier jetzt stehen sozusagen 1 plus 1 und können für diese Instanz der Methode jetzt 2 zurückgeben. Das können wir hier eintragen. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig, denn jetzt müssen wir ja noch diesen Aufruf von Binom 2, 2 machen. Das machen wir. Der ist jetzt, natürlich ist das absichtlich so gewählt, damit wir jetzt hier nicht stundenrund stehen. Ist der jetzt kurz, 2 gleich 2. Das heißt, wir gehen wieder in den einfachen Fall, return 1 und geben hier ein 1 zurück und haben dann das Ergebnis berechnet, nämlich 3 für diesen Aufruf von Binom für n gleich 3 und k gleich 2. Auch das könnte man im Pascalschen Dreieck auch gleich ablesen, aber wir wollten ja jetzt einen Algorithmus dafür schreiben. Genau, jetzt hatte ich schon über die verschiedenen Instanzen der Methoden schon mal geredet und wir haben das jetzt hier visualisiert, indem wir
ja, den Source-Code der Methode nochmal kopiert haben und dahingelegt haben. Das ist natürlich nicht das, was der Rechner intern tatsächlich macht. Da gibt es immer nur eine Kopie des Quellcodes, der ausgeführt und interpretiert wird. Aber es muss tatsächlich mehrere Kopien oder mehrere Plätze geben, wo die verschiedenen Variablen der verschiedenen Instanzen der Methode abgelegt werden. Und das passiert, wie gesagt, im Aufrufstapel. Also lokale Variablen und Parameter einer Methode werden im sogenannten Aufrufstapel, auf Englisch auch Callstack, daher der komische Name, oder auch auf Deutsch alternativ Laufzeitkeller, abgelegt. Wie sieht das aus? Für jede Methode oder für jede Instanz einer Methode wird ein neuer Speicherbereich auf dem Aufrufstapel angelegt. Diesen Speicherbereich nennt man auch Schachtel oder Frame, wo eben lokale Variablen abgelegt werden, auch Parameter, die ja auch lokale Variablen sind, und auch Operanden, damit wir die Zwischenergebnisse von sowas wie diesem Binomaufruf, den wir gerade hatten, hier auch ablegen können. Das kann man sich jetzt wirklich so ähnlich vorstellen wie hier dargestellt. Also wir haben hier jetzt in grün gezeigt unseren Speicher. Hier erstmal irgendwelche anderen Dinge, die in unserem Speicher sind. Und wenn wir jetzt Binom 3.2 aufrufen, dann wird dieser Speicherbereich neu reserviert im Speicher Ihres Rechners. Der Compiler bestimmt, wie viel Platz er braucht anhand der Variable, die in der Methode vorkommen. Und dieser Speicherbereich, diese Schachtel oder dieser Frame, enthält erstmal die lokalen Variablen inklusive Parameter. Das sind in unserem Fall K und N mit den Werten 2 und 3. Und dieser Frame enthält auch Platz, um die Zwischenergebnisse zu berechnen, von nämlich den Aufrufen an die anderen Binomfunktionen. Das bestimmt eben der Compiler, wie viel Platz er dafür braucht. Genau. Wir schauen uns jetzt mit diesem Aufrufstapel nochmal an, wie der Aufruf dieser Methode Binom mit den Parametern, mit den konkreten Parametern 3 und 2 aussieht. Wenn wir jetzt Binom 3.2 aufrufen, wird, wie gesagt, diese Schachtel oder dieser Frame im Aufrufstapel erzeugt. Und wenn ich jetzt diese Methode abarbeite, würde ich ja hier, weil eben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal eingesetzt habe, nee, weil eben K nicht gleich 0 und K nicht gleich N ist, wieder in den else 2 kommen und möchte jetzt hier Binom N-1 K-1 plus Binom N-1 K ausführen als nächste Anweisung. Und wie eben schon am Beispiel durchgegangen, wird hier als erstes die erste Methode aufgerufen, nämlich Binom N-1 K-1. Das ist dann wieder also der Aufruf einer neuen Methode. Das heißt, es wird wieder ein neuer Frame auf den Aufrufstapel oben drauf gelegt. Deswegen auch der Begriff Stapel, weil diese Speicherbereiche tatsächlich übereinander gestapelt werden, sozusagen im Speicher. Und das ist jetzt hier, der oberste ist immer von unserer aktuellen Methode. Hier haben wir jetzt also den Frame von Binom 2.1. Hier sind die Parameter jetzt anders, nämlich 1 und 2. Und hier ist wieder Platz für die Zwischenergebnisse. Wenn wir das ausführen, kommen wir wieder in den else-Zweig, weil 2 und 1 nicht 0 und n sind. Und führen wieder Binom n-1 k-1 plus Binom n-1 k aus. Das heißt, dass als nächstes kommt bei 2.1 dann Binom n-1 k-1 dran, was also für unsere konkreten Werte Binom 1.0 wäre. Das heißt, es wird noch ein Frame angelegt auf dem Aufrufstapel mit den Parametern und wieder Platz für die Operanden. Wie geht es jetzt weiter? In der Auswertung von Binom 1.0 kommen wir jetzt in den einfachen Teil unseres Problems, denn k ist 0, also können wir direkt sagen Return 1. Das heißt, das Ergebnis dieser Funktionsabarbeitung ist 1. Der Aufruf, also diese Schachtel kann vom Aufrufstapel wieder entfernt werden, dieser Frame kann entfernt werden und die 1, das Zwischenergebnis, kann hier in diesem Bereich für die Operanden abgelegt werden. Damit ist die Bearbeitung von Binom 2.1 eben auch noch nicht fertig, weil jetzt haben wir den Teil abgearbeitet, rufen jetzt Binom nochmal mit 1 und 1 auf. Hier haben wir jetzt die Parameter 1 und 1, einen neuen Frame, gehen dadurch. Wir haben jetzt den Fall k gleich n, das heißt auch hier wird eine 1 direkt zurückgegeben und das Ergebnis davon ist 1. Jetzt sind hier beide Werte für die Addition verfügbar, 1 und 1. Das heißt, auch diese Methode kann jetzt beendet werden. Also 1 plus 1 wird gerechnet, 2 wird als Ergebniswert zurückgegeben. Dann sind wir jetzt wieder zurück im Frame vom Binom 3.2. Der obige ist eben durch Return sozusagen beendet worden. Hier sind wir aber noch nicht fertig, denn hier haben wir ja noch diesen zweiten Teil, n-1k, also Binom 2.2. Wieder ein neuer Frame obendrauf auf den Aufrufstapel.
Hier haben wir jetzt die Situation k gleich n, 2 gleich 2. Wir geben also direkt 1 zurück, was hier wieder in den Teil der Operanden geschrieben wird. Und nun kann endlich in dieser Instanz der Methode auch diese Addition durchgeführt werden, denn wir haben hier die 2 berechnet, hier die 1 berechnet, können das jetzt addieren zu 3 und können auch diese Methode mit dem Rückgabewert 3 beenden und den Wert 3 zurückgeben an den aufrufenden Frame. Also es ist in Java, das ist hier durch die Punkte symbolisiert, von wo auch immer diese Methode aufgerufen wurde. Die aufrufende Methode hat auch wieder einen solchen Frame. So geht es immer weiter runter bis an den Frame der Main-Methode, die ja immer die erste Methode ist, die in einem Java-Programm aufgerufen wird. So kann man sich das vorstellen. Gut, so wissen Sie jetzt also, wie diese Methoden im Aufrufstapel aussehen. Das Ganze ist ein bisschen oder kann, wenn man das öfter macht, ein bisschen ineffizient sein, weil man gerade so häufige Kombinationen wie Binomen von 1 und 1 oder Binomen von irgendwas mit 0 halt immer wieder, wobei das ist ja auch leicht zu berechnen, aber gewisse Kombinationen dann eben immer wieder neu berechnen muss mit solchen relativ bei größeren Zahlen dann auch langen Ketten von Funktionsaufrufen. Was man hier auch machen kann, ist sogenannte Caches einzubauen. Also man kann das effizienter implementieren. Gut. Also hier ist die Implementierung mit Caching. Was wir also auch machen können, ist zu sagen, wir haben ein zweidimensionales Array für den Cache, was erstmal eine bestimmte Größe hat, also eine Größe von Werten, die wir erwarten zum Beispiel, die häufig sind oder die wir überhaupt nur verarbeiten wollen. Und ja, mit diesem angelegten Cache rufen wir jetzt eine neue Version unserer Binomenfunktion auf, die den Cache auch verwendet. Die ist hier unten implementiert, hat jetzt 3 Parameter, nk und den Cache und macht eben die allererste Prüfung, wenn irgendwas in dem Cache schon drinsteht, liefert sie den Wert zurück. So ist eigentlich die Idee. War es jetzt ein bisschen anders implementiert. Ich soll nochmal von vorne anfangen. Also prüft, ob im Wert im Cache noch eine 0 drin steht. Das steht für diesen Wert habe ich noch nicht berechnet, denn 0 ist ja nie das Ergebnis von der Binomenfunktion. Wenn der Wert im Cache noch 0 ist, das heißt, ich habe den Wert vorher noch nicht berechnet, dann gehe ich in die normale Implementierung der Binomenfunktion. Das heißt, ich prüfe, ist k 0 und oder k gleich n. Wenn ja, dann ist 1 das Ergebnis und das schreibe ich jetzt zunächst erstmal in den Cache an diese Stelle hinein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich also nicht in der trivialen Version meiner Lösung bin, dann setze ich Cache an der Stelle nk auf den Aufruf von Binom n-1, k-1 und den Cache gebe ich auch wieder als Parameter plus Binom n-1, k und Cache. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich hier herauskomme, es gibt jetzt hier nicht direkt das Return Statement, sondern ich schreibe das Ergebnis erstmal in den Cache und habe dann hier unten das Return Statement, dass ich den Inhalt dieser Cache-Zelle jetzt auch als Ergebnis übergebe. Das heißt, hier wird gleichzeitig mit mehr und mehr Abarbeitung dieser Methoden wird der Cache Stück um Stück gefüllt. Und wenn ich einen Wert schon mal berechnet habe, dann ist er im Array schon nicht mehr oder in dieser Matrix schon nicht mehr 0, sondern ich kann ihn direkt, also ich würde hier quasi gar nicht erst hineingehen, sondern ich würde direkt den Wert, den ich vorher schon mal berechnet hatte, zurückgeben. Gut, vergleichen wir jetzt mal ein bisschen dieses Prinzip, Probleme rekursiv zu lösen mit dem, was wir schon kennen, nämlich den Iterationen in Schleifen. Rekursion ist hilfreich und nützlich oder vorteilhaft, wenn die Anzahl der Iterationen noch unklar ist. Das ist zum Beispiel bei der Binomialfunktion könnte man es vielleicht anhand der Pyramide wiederum irgendwo vorspeichern, aber im Prinzip, wenn man solche ähnliche Funktionen aufruft, weiß man noch nicht unbedingt, wie oft man jetzt hier durchgeht. Das ist nicht trivial aus den Eingabedaten ablesbar. Wohingegen, wenn ich zum Beispiel eine Liste verarbeiten möchte, einfach für jedes Element etwas tun möchte, zum Beispiel die Werte in einer Liste aufsummieren, dann weiß ich im Voraus schon, dass das so lange dauert, wie die Liste lang ist. Da kenne ich die Anzahl der Iterationen. Rekursion ist vorteilhaft, wenn die Anzahl der Iterationen noch unklar ist. Rekursion hat aber den Nachteil, dass ich viele Methodenaufrufe habe. Das haben wir ja eben bei dieser Visualisierung mit den verschiedenen Kästen, die da immer wieder aufgingen, gesehen. Ja, es passieren dann eben im System, im Computer sozusagen viele Methodenaufrufe, was ein bisschen ein Performance-Overhead bedeutet, also was eine gewisse Langsamkeit bedeutet und was auch speicherintensiv sein kann. Aber insbesondere zeitaufwendiger. Und im Zusammenhang mit der Performance und im Zusammenhang auch mit diesen vielen Methodenaufrufen, ich habe eben eine Belegung des Stacks für die Werte der aktuellen und lokalen Variablen. Das Ganze ist eben auch speicheraufwendiger, eben
durch den Aufruf der vielen Methoden. Und es ist bei Rekursion nicht so leicht erkennbar, ob eine solche Rekursion überhaupt terminiert. Also wenn Sie die Binomialfunktion, die wir eben gesehen haben, anschauen, dann wäre insbesondere für das hintere n-1 und k übergeben vielleicht im ersten Blick nicht so klar, ob man da überhaupt mal irgendwann zu dem trivialen Fall kommt oder ob es da vielleicht auch Situationen gibt, wo man immer weiter rekursiv die Methode aufruft. Und das ist ein Problem, also oder eine Schwierigkeit, sage ich mal, eine Herausforderung, wenn man rekursive Methoden schreibt. Auf der Seite der Iterationen, die sind eben vorteilhaft, wenn die Anzahl der Iterationen bekannt ist, wie zum Beispiel, ich habe eine Liste und will die, das Gesamtgewicht der Elemente in der Liste berechnen oder so etwas. Ich kann entsprechend, wenn die Anzahl der Iterationen bekannt ist, die Komplexität auch leichter abschätzen. Also gerade bei einer For-Each-Schleife weiß ich halt für jedes Element in der Liste einmal. Und kann dann oftmals auch dem Code leichter ansehen, ob diese Iteration terminiert oder nicht. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel für Rekursion an und anhand dieses Beispiels dürfen Sie jetzt selber gleich mal probieren, ob Sie oder wie weit Sie, sage ich mal, mit dem Konzept der Rekursion sind. Und zwar schauen wir uns die Kochsche Schneeflockenkurve an. Diese Kurve ist ein Fraktal, das heißt, je weiter man hineinschaut, desto mehr geht sie ins Detail in ihrer, sage ich mal, ideellen oder idealen Form. Wenn wir die jetzt am Rechner berechnen, dann nähern wir das natürlich immer nur an. Und diese Kochkurve wird iterativ gebildet. Wir beginnen mit einer geraden Linie. Aus so einer geraden Linie entfernen wir das mittlere Drittel und setzen dafür den Teil eines gleichseitigen Dreiecks ein. Und das wiederholen wir. Also das war jetzt quasi dieser erste Schritt. Ich habe eine gerade Linie, entferne das Drittel und setze dafür ein gleichschenkliges Dreieck ein. Und wenn ich das jetzt für jede der jetzt entstehenden Linien wieder mache, komme ich in der zweiten Iteration auf so ein Bild. Also ich habe jetzt diese Linie wieder ersetzt durch, also das Drittel rausgenommen und ein Dreieck hineingesetzt. Hier sieht es schon ein bisschen schöner aus und man kann schon erahnen, warum das Schneeflockenkurve heißt. Denn wenn ich jetzt in die dritte Iteration gehe, sieht es so aus. Habe ich auch noch eine vierte? Ja, ich habe auch noch eine vierte. Und dann sieht das schon ein bisschen aus wie die Schneeflocke. Und wenn man daraus am Anfang gleich ein Dreieck zeichnet, dann bekommt man so das Bild einer Schneeflocke. Die Aufgabe für Sie ist jetzt gleich, diese Schneeflockenkurve mal rekursiv zu implementieren. Jetzt nicht ganz from scratch, sondern mit ein bisschen Hilfestellung und schon gegebenen Dingen. Gegeben für diese Aufgabe, diese Schneeflockenkurve rekursiv natürlich zu implementieren, seien eine Klasse Point mit den Attributen X und Y, dann eine Klasse Graphics, von der wir annehmen, dass sie Ihnen zwei Sachen zur Verfügung stellt, nämlich dass, oder eine Sache zur Verfügung stellt, nämlich dass Sie eine Linie zeichnen können. Also gegeben ein Objekt Graphics namens G und zwei Punktobjekte P1 und P2, können Sie die Methode G.drawLine aufrufen mit Koordinaten, also hier P1x, P1y, P2x, P2y. Und dieses G.drawLine zeichnet Ihnen dann eine Linie zwischen den Punkt 1, also P1 und P2. Außerdem haben wir einen Parameter, also als Eingabeparameter für unsere Schneeflocke, ein Integer Level für die gewünschte Rekursionstiefe. Denn bei so einem Fraktal hätte man jetzt das Problem, dass man beliebig in die Tiefe gehen kann und quasi nie aufhört. Wir würden aber dann doch irgendwann mal aufhören wollen. Wir wollen also einen Parameter übergeben, wie tief man diese Kurve zeichnet und wann man dann aufhören soll. Und damit das nicht zu kompliziert wird jetzt für hier in der Vorlesung, sind schon drei Hilfsmethoden gegeben, nämlich eine Methode getPointA, wenn man zwei Punkte P1 und P2 hat, die hier und hier sozusagen liegen, gibt die Methode pointA den Punkt sozusagen auf dem ersten Drittel zurück. Eine ähnliche Methode haben wir getPointB, die den Punkt am Anfang des dritten Drittels sozusagen zurückgibt. Also diese beiden Punkte markieren das Stück, was aus der Schneeflockenkurve sozusagen herausgeschnitten werden soll. Und wir haben noch eine dritte Methode, getTip, die für einen Punkt 1, also P1 und P2, dann den Punkt hier oben gibt, also das Dreieck sozusagen zeichnet. Mit diesen drei Hilfsmethoden kann man dann eben die Punkte erzeugen, die man benötigt, um dann mit DrawLine die Linien zu zeichnen. Und zu implementieren, für Sie als Übung jetzt, ist es eine Methode drawSegment, die eben als Parameter dieses Graphics-Objekt G bekommt, was drawLine zur Verfügung stellt, was auch im Rest dieser Klasse diese Hilfsmethoden eben zur Verfügung stellt. Als weitere Parameter auch noch den gewünschten Level und die beiden Punkte P1 und P2 nimmt
Und ihre Aufgabe ist es jetzt eben, das Zeichnen dieses, also nicht dieses Segments, sondern im Prinzip, Moment, dieses Segments hier, je nach Rekursionstiefe, bei 1 das, bei 2 das, bei 3 das, bei 4 das, zu zeichnen. Genau, mit dieser Graphics-Komponente. Das ist ein bisschen, also muss man ein bisschen länger drüber nachdenken. Das heißt, ich würde Ihnen auch ein bisschen mehr Zeit natürlich dafür geben, aber versuchen Sie mal, das geht jetzt, würde ich sagen, nicht gut im Kopf. Also es wäre schon sinnvoll, sich dafür das Laptop herzunehmen und einen Editor oder meinetwegen auch Stift und Papier. Da können Sie dann gleich für nächste Woche für die Präsenzübung ein bisschen üben. Und versuchen Sie jetzt mal, dieses Prinzip der Rekursion, des Herunterbrechens auf eine einfache Lösung und das Wiederaufrufen der eigenen Methode hier anzuwenden. Also ein Teil der Lösung ist, innerhalb des Rumpfes von Draw Segment wieder aufzurufen mit einer sozusagen vereinfachten oder ja, mit einer vereinfachten Version der Parameter, kann man sich vorstellen, oder mit einer anderen Parameterbelegung, die einen näher hinbringt zu der finalen Lösung, also zu einfachen Teilproblemen, die dann wiederum zusammengesetzt werden können. 5 Minuten wird das mindestens dauern, vielleicht auch 6. Ich gucke mal, wie intensiv Sie weiter nachdenken, aber überlegen Sie mal. Sie können auch gerne, Sie können es für sich selber versuchen, Sie können auch gerne mit dem Nachbarn zusammen hier ein bisschen knobeln. Wir machen so, ich lasse Ihnen jetzt erstmal Zeit, da selber drüber nachzudenken, aber bevor die 6 Minuten vorbei sind, gebe ich nochmal ein paar Gedankenstützen und Hilfestellungen für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht den Anfang finden, wie man hier vorgehen muss. Also erstmal belasse ich es dabei und dann in 3 Minuten oder so gebe ich den ersten Lösungsansatz. So, wenn Sie jetzt schon gut mittendrin in einer Lösung sind, dann machen Sie weiter. Wenn nicht, dann blätter ich mal die erste Idee auf. Wir wollen das Ganze ja rekursiv angehen, also dieses Divide-and-Conquer-Prinzip anwenden. Also überlegen, wie können wir das Problem erstmal zerteilen in Teilprobleme. Die Methode selber wieder so lange rekursiv aufrufen, bis irgendwas Einfaches passiert. Und das heißt erstmal, wir wollen unterscheiden, was sind die beiden einfachen und schwierigen Fälle, weil wir hier jetzt diesen Rekursionslevel haben, der uns sagt, wie tief wir einsteigen wollen, wie tief wir diese Schneeflocke zeichnen wollen. Können wir sehen, der Level ist zum Beispiel am Anfang 4. Wir können diesen Level Schritt für Schritt runterzählen bis 0. Und wenn wir bei 0 sind, heißt das, wir wollen aufhören. Das heißt, wir wollen nicht nochmal neu so ein Dreieck zeichnen, sondern wir brauchen beim Level 0 einfach nur eine Linie zu zeichnen. Beim Level noch nicht 0, also größer gleich 1, ja genau, oder größer 0 hätte man hier auch schreiben können, haben wir noch den schwierigeren Fall. Das heißt, hier müssen wir die tatsächlich eigentliche rekursive Berechnung dieser Schneeflocke hineinschreiben. Also im Fall Level gleich 0 können wir sagen, wir haben Punkt P1 und P2 und wir verbinden P1 und P2 einfach mit einer Linie. Und im schwierigeren Fall wollen wir noch sowas zeichnen, beziehungsweise gegebenenfalls auch noch was Komplexeres. Das heißt, wir müssen in diesem schwierigen Fall diese Punkte PA, PB und PTIP bestimmen und DrawLine dann wieder rekursiv aufrufen, um die Linien dazwischen zu erzeugen. Das sind ja, jetzt nochmal die Hinweise, mit denen Sie noch ein bisschen weiter nachdenken können, wenn Sie noch nicht fertig sind, wahrscheinlich. Ah, ich schalte schon mal gleich eins weiter, sehe ich gerade, weil Sie jetzt die Hilfsmethoden ja gar nicht mehr sehen. Also eins weitergeschaltet. Hin zu dieser Lösung. Ich hatte ja gerade schon gesagt, der einfache Fall ist Level gleich 0. Das heißt, wir können gDrawLine einfach mit P1XY und P2XY aufrufen. Und im schwierigeren Fall müssen wir jetzt eben diese drei anderen Punkte bestimmen, PA, PTIP, PB. Und dafür hatten wir ja gerade Hilfsmethoden. Also von daher, das war jetzt eigentlich nicht das Schwierige, sondern jetzt danach ist jetzt noch die Frage, wie schaffe ich das denn jetzt rekursiv, die Draw-Segment-Methode wieder aufzurufen, um ja, diese Form hier zu bekommen, diese Form tatsächlich zu bekommen, wenn jetzt Level schon 1 wäre oder sonst die kompliziertere Schneeflocke, ich kann die mit meiner Maus jetzt hier nicht zeichnen, hier so zu erhalten, wenn wir eben noch nicht, also noch bei dem höheren Level sind. Vielleicht haben Sie eine Lösungsidee entwickelt. Ich zeige es Ihnen. Wir müssen, wie es ja hier gerade schon verraten war, 4-mal nochmal rekursiv die Methode selber aufrufen mit diesen Punkten, die wir jetzt bestimmt haben, nämlich einmal Draw Segment jeweils mit Level minus 1, damit wir irgendwann mal fertig werden, von P1 nach PA, also dieses Stückchen hier, dann von PA nach PTIP, dieses Stückchen hier, von PTIP nach PB, dieses Stückchen hier und von PB nach P2, dieses Stückchen hier. Und das Ganze rufe ich eben wieder rekursiv selbst auf mit Level minus 1,
Das heißt, wenn der Level beim Aufruf dieser Methode schon 1 war, würde man als Ergebnis genau das hier zeichnen, weil der nächste Rekursionsschritt dann schon Level 0 hätte und nur noch eine Linie zwischen 1 und 2 zeichnen würde. Wenn das Rekursionslevel beim Aufruf dieser Methode noch höher ist, würde ich dann nicht das hier erhalten, sondern zum Beispiel, was wir hier eben gesehen hatten, bei Level 1 eben das hier, bei Level 2 das hier, bei Level 3 sowas und bei Level 4 sowas schon ganz schön gezackt ist. Also das hier, ich mache es nochmal wieder auf, damit Sie es sich nochmal anschauen können, ist die Implementierung, diese rekursive Implementierung dieser Schneeflockenkurve. Und um das Ganze dann auch nochmal in Action zu zeigen, versuche ich das mal hier auch einzugeben. Das habe ich jetzt nicht selber geschrieben, sondern irgendwo im Internet gefunden, wie das so ist. Wo ist jetzt das andere Feld dafür? Ich hoffe mal, Sie sehen das jetzt auch bei sich auf dem Bildschirm. Ich probiere es mal. Also hier so ein kleines Applet, Java Applet nennt sich das, wo ich jetzt die Rekursionstiefe angeben kann, zum Beispiel 8. Und dann auf meinem Bildschirm wahrscheinlich die Ausgabe sehe. Das ist jetzt nicht so besonders hilfreich. Moment. Schnell. So, naja, gut, okay. Das müsste man dann mit geklontem Bildschirm machen, dann wird es besser gehen. Aber es ist, was Sie jetzt vielleicht ganz kurz gesehen haben, wenn man das zum Beispiel mit Rekursionstiefe 8 macht und dann als Startpunkt nicht nur eine Linie hat, das wäre jetzt dieser Teil hier gewesen, sondern ein Dreieck, also diese von das Segment von hier nach hier, das Segment von hier nach hier und das Segment von hier nach hier, dann fängt das Ganze also an, rekursiv die Dinge auszurufen und fängt an, von hier langsam dieses Fraktal, diese Schneeflocke aufzubauen und dann hier so lang zu zeichnen, bis die Schneeflocke am Ende zu Ende gezeichnet ist. Das Dumme ist, wenn ich es jetzt mit einem langsameren Wert eingebe, dann dauert es mir ein bisschen zu lange. 8,9 kann ich vielleicht nochmal versuchen. So, das wäre jetzt Rekursionstiefe 9 und so Stück für Stück wird da dann immer dort, wo der Methodenaufruf dieser 4 Methoden, Sie können sich das jetzt vorstellen, nicht als wie im Binomfall so nur in 2 Aufrufe verästelten Baum der Methodenaufrufe, sondern hier ja quasi 4-fach verästelt. Und dieser große Baum an Aufrufen, der da aufgespannt wird, wird eben so Stück für Stück abgelaufen. Und immer wenn ich an so einem Blatt des Baumes angekommen bin, wird ein Stück Linie gezeichnet, nämlich jeweils das sozusagen von links kommende, was als nächstes dran ist. Ist ganz schön, finde ich, aber ja. Viel größer darf man die Zahlen nicht wählen, das habe ich auch schon mal probiert, dann dauert es recht lange. Gut, das also dieses kleine Beispiel mit der Kochschen Schneeflockenkurve ist jetzt schon dadurch, dass man überhaupt erstmal drauf kommen muss, wie man diesen rekursiven Aufruf machen muss, eben schon ein etwas schwierigeres Beispiel, gerade hier für die Vorlesung dann schon muss man jetzt nicht unbedingt so schnell drauf kommen können, aber das ist eben hier nochmal um die Lösungsidee von Rekursion an einem komplizierteren Beispiel zu zeigen. Wir haben also entweder oder wir zerteilen das Problem, wir überlegen uns, was ist eine triviale Version, kleine Version des Problems und das ist es eben einfach, wenn ich die Rekursionstiefe erreicht habe, eine Linie von P1 nach P2 zu ziehen oder jetzt hier von P1 nach PA zum Beispiel. Und die kompliziertere Version ist, dass ich dieses quasi ein Teilstück der Schneeflocke zeichne, nämlich erstmal sage, ich muss P1 und PA verbinden, entweder mit einer komplizierteren Schneeflocke oder einer Linie, je nachdem, wie mein Level ist, von PA nach PTIP, von PTIP nach PD, PB und von PB nach P2. Okay, kommen wir aber auch zur Zusammenfassung dieses Teils. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Zur Rekursion. Die Idee ist, wie gesagt, das Problem durch Berechnung einer oder mehrerer kleinerer Instanzen des Problems zu lösen, bis eben die Instanz des Problems so klein ist, dass die Lösung offensichtlich ist. Bei der Schneeflocke einfach 2 Punkte zu verbinden, bei der Binomfunktion, dass ich den Wert 1 zurückgebe und kann daraus dann die Lösung zusammenbauen. Diese Methodeninstanzen, die ich dann habe, hängen eben von den Parametern ab und ich muss beim Aufruf der, also beim wieder erneuten Aufruf der Methode eben auch andere Parameter wählen, die mich näher sozusagen an diese triviale Lösung bringen. Die Schwierigkeit bei solchen Methoden ist es, sie auch so zu schreiben, dass sie terminieren. Man kann leicht Programmierfehler drin haben, die dafür sorgen, dass man gar nicht zu den trivialen Lösungen hinkommt, sondern quasi beliebig oft die Methode aufruft, bis irgendwann der Speicher voll ist im Rechner. Und man sollte noch wissen, dass der Speicherverbrauch linear zur Zahl der Aufrufe ist, weil ja immer für die lokalen Variablen und die Operanden Speicherbereiche angelegt werden müssen. Tatsächlich müssen auch noch Rücksprungadressen und andere Dinge angelegt werden, aber die Idee ist eben, diese Schachtel, dieser Frame
für Ihre Methodeninstanz muss eben immer neu angelegt werden und entsprechend berechnet sich der Speicherverbrauch eines solchen rekursiven Algorithmus. Wenn Sie sich das noch genauer nachlesen wollen, finden Sie dazu im Buch von Ratz und anderen auch noch weiteres. Kommen wir aber auch noch zum zweiten Teil der Vorlesung, wenn ich es jetzt schaffe, das hier zu beenden. Reden wir noch ein wenig über die Java API. Wie gesagt, der zweite Teil der Vorlesung und für das aktuelle Übungsblatt auch relevant, darf ich verraten. Sie finden die Informationen natürlich auch immer komplett online, die Dokumentation von Oracle. In allen Java-Tutorien Tutorials online würden Sie Informationen dazu finden, haben Sie vielleicht auch schon, aber hier auch nochmal einen kleinen Überblick über das, was die Java API schon bietet. Wir haben jetzt an dieser Stelle im Prinzip diesen großen Teil der Vorlesung schon geschafft. Sie kennen jetzt also alles, was Sie brauchen, um Klassen, also die Schablonen zu beschreiben, die Instanzen davon, wissen Sie, wie das abläuft. Sie haben verschiedene Techniken gelernt, um Systeme zu bauen und wir sind jetzt hier noch im Bereich, also noch weiter im Bereich Methodik und schauen uns jetzt hier eben die Java-Bibliotheken an, die Sie nutzen können, um schneller an Ihr Ziel zu können und nicht alles from scratch bauen zu müssen. Die Lernziele sind hier, dass Sie dann wissen, dass Sie in der Java API häufig benötigte Funktionalität finden und einen gewissen Überblick haben über die häufig verwendeten und hilfreichen Klassen. API steht für Application Programming Interface und ist einfach eine Sammlung von Klassen und Paketen für häufig benötigte Funktionalität, die man irgendwie wiederverwenden möchte. Man möchte das Rad nicht immer wieder neu erfinden in jedem Programm, sondern man möchte so typische Funktionalitäten wie eben eine Liste von irgendwo wiederverwenden möchten. Und das ermöglicht es uns, in unserem eigenen Programm auf höherer Ebene zu implementieren und eben nicht Dinge wie Listen erstmal nochmal implementieren zu müssen. Einige Klassen, die Sie aus der Java API bereits kennen, sind Object, String, Math, Enum und Comparable und auch die Wrapper-Klassen, also Integer, Float, großgeschrieben und so weiter. Und für alle diese Klassen, da gibt es noch sehr viele mehr, finden Sie die Dokumentation online bei Oracle, ist ja mittlerweile die Firma hinter Java. Wichtige Pakete zur Orientierung in der Java API sind java.lang für Language, java.utils für so Hilfsklassen einfach und I/O für Ein- und Ausgabe, Input-Output, dafür steht I/O. Und insbesondere in Java Util finden Sie das Java Collections Framework, was also schon viele Klassen wie Listen, Mengen zum Beispiel für Sie bereitstellt, aber auch ganz hilfreiche Sachen wie Zeit- und Datumsfunktionen. Auch das muss man dann nicht von Hand programmieren. Hier ist so eine Visualisierung, was in der Java API so an Bereichen, an Themen, sage ich mal, drin steckt, was da alles auch enthalten ist, wenn Sie es herunterladen. Und hier unten in Gelb, also unten die virtuelle Maschine brauchen Sie natürlich immer sozusagen. Und hier sind so die wirklich grundlegenden Bibliotheken und wiederverwendbaren Funktionen, die Sie häufig benutzen. Darüber gibt es eben noch andere Funktionalität von Java, die jetzt hier nicht Thema der Vorlesung sein soll, sondern wir reden über ein paar Dinge hier in Language und Util. Insbesondere, wie gesagt, in der Java API die Collections. Collection ist eben eine Sammlung von Objekten, verschiedene Arten von Sammlungen von Objekten und dieses Java Collections Framework bietet so eine einheitliche Architektur, um solche Collections zu repräsentieren und auch manipulieren zu können und hilft einem dabei, von der Implementierung zu abstrahieren. Also entweder man nimmt sogar direkt eine Implementierung, die von Java schon mitgeliefert ist und braucht sich die gar nicht im Detail anschauen oder man kann es auch verwenden, nur die Interfaces verwenden, um eigene Implementierungen zu schreiben, von denen dann auch leicht abstrahiert werden kann. Es verringert enorm den Implementierungsaufwand, weil Sie da eben schon viele Sachen finden, die man benutzen kann. Wir finden da eben 14 generische Interfaces mit jeweils auch mehreren Implementierungen, die man direkt wiederverwenden kann oder man kann eben neue Implementierungen für die Interfaces schreiben. Die wichtigsten Interfaces sehen Sie hier. Das ist zum einen Collection, also einfach eine Sammlung von Elementen, also was Allgemeineres als eine Liste. Davon gibt es drei wichtige Unterklassen, nämlich einmal eine Menge, wo einfach Elemente drin sind, unsortiert. Es gibt die Liste, die Sie schon kennen und es gibt auch die Queue, die sogenannte Warteschlange, wo man Dinge reingeben kann und der Erste, der drin war, kommt dann als Erstes wieder raus, sozusagen. Als Spezialisierung ist Sets noch das sortierte Set, was eine Ordnung hat, ansonsten sich aber wie eine Menge verhält, sehen wir gleich. Und nicht bei der Collection drunter, aber gleichzeitig in dem Collection Framework ist die sogenannte Map. Das ist eine Abbildung von sogenannten Keys auf Values. Da gibt es auch als Spezialfall, als Spezialisierung noch die Sorted Map. Das sind, wie gesagt, alles Interfaces. Das heißt, für diese Interfaces gibt es dann auch nochmal Klassen, die das implementieren.
Das Interface Collection ist generisch, also hier mit Typparameter E und sieht ja so erstmal aus. Wir gucken uns die Methoden vielleicht gleich nochmal an. Und dieses Interface sagt einfach mal nur, es ist eine, ja noch nicht mal eine Menge von Elementen, sondern einfach nur eine Kollektion von Elementen, so nennen wir es. Es trifft nämlich keine Aussage darüber, ob die Elemente in dieser Collection geordnet sind, wie das ja bei einer Liste, zumindest hat man da Indizes bei einer Liste, das ist hier nicht der Fall. Es sagt auch nichts über die Ordnung aus und es sagt auch nichts darüber aus, ob diese Collection Duplikate enthalten soll. Deswegen habe ich gerade nicht Menge gesagt. Bei einer Menge ist ja die Definition, dass eine Menge ein Element noch einmal enthalten kann. Wenn Sie zum Beispiel eine Vereinigung machen, dann ist das Element trotzdem nur noch mal einmal drin, obwohl es in beiden Ursprungsmengen vielleicht drin war. Bei einer Kollektion kann ein Element aber auch mehrfach drin sein. Und genau, diese Klasse, dieses Interface kann ich tatsächlich auch in meinem Programm verwenden, wenn ich eigentlich wirklich nur sagen will, hier ist es eine Kollektion von Elementen und ich will nicht sagen, dass sie sortiert sein müssen oder irgendwas, sondern es sollen halt einfach nur mehrere Elemente oder auch nur eins sein. Dann will ich also möglichst wenig Einschränkungen machen über diese Kollektion. Set für Menge, Liste oder List für Liste und Queue für Warteschlange sind dann davon abgeleitetere, spezifischere Collections, die eben auch über ein Interface hier verwendet werden können. Das Interface Collection sieht dann so aus, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht durch alle durchgehen, aber Sie erkennen so ein paar Dinge wieder von der Liste, die machen auch hier Sinn. Also man kann zum einen die Größe abfragen, wie viele Elemente sind drin. Mit isEmpty kann man fragen, ob es leer ist. Man kann überprüfen, ob ein anderes oder ein bestimmtes Objekt enthalten ist, über Objektgleichheit, wenn ich mich nicht irre. Man kann ein Objekt hinzufügen mit Add, entfernen mit Remove. Man kann einen Iterator abfragen, um dann über diese Collection auch iterieren zu können, in irgendeiner Reihenfolge, die sind ja nicht sortiert. Contains all, also es gibt ein paar sowieso all-Methoden, die es auch erlauben, mit einer ganzen Collection wiederum als Parameter zu überprüfen, ob zum Beispiel alle diese Elemente enthalten sind oder man möchte alle diese Elemente hinzufügen oder alle diese Elemente entfernen. Man kann es leeren, man kann ein Array draus machen, kann man machen, oder man kann sagen, man möchte alle diese Elemente behalten, das wäre ja sowas wie die Schnittmenge bilden an der Stelle. Dann gibt es, wie gesagt, diese Unterinterfaces, Subinterfaces von Collection, das sind noch so die wichtigsten, die man häufig braucht, nämlich zum einen die Liste, die Sie ja schon kennen. Da kommt jetzt als Spezialisierung hinzu, dass die Collection geordnet ist. Sie kann weiterhin Duplikate haben. Also ich kann die Liste 1, 2, 3, 1, 2, 3 zum Beispiel haben mit 6 Elementen. Und ich kann das noch besonders auf Elemente mittels Index zugreifen. Das haben Sie vielleicht schon gesehen. Die List-Implementierung in Java hat auch ein, wie heißt die Methode eigentlich? Index add oder add, get add. Ich weiß es gar nicht genau. Aber Sie können auf jeden Fall per Index drauf zugreifen. Implementierung davon, die Java dann auch gleich mitliefert, neben dem Interface selber, sind zum Beispiel eine ArrayList, wo intern dann ein Array verwendet wird, um die Elemente abzulegen, oder auch eine LinkedList, so wie wir es als Singly-LinkedList auch hier in der Vorlesung kennengelernt haben. Eine andere Collection, spezifischere, ist das Set, also eine Menge. Das ist eine Kollektion, die keine Duplikate zulässt. Wenn Sie da ein Add aufrufen mit einem Element, was schon drin ist, dann ändert sich die List, also dieses Set nicht mehr. Und das modelliert eben mathematische Mengen, wie man ja auch manchmal braucht. Implementierungen dafür sind unter anderem das Hash-Set oder Tree-Set. Hier muss jetzt eben immer sichergestellt werden bei einem Add, dass ich gucke, ist das Element schon drin? Und nur wenn nein, dann füge ich es dann auch in das Set hinzu. Und es gibt schließlich noch spezialisiert von Set, das Sorted-Set. Das hat auch keine Duplikate wie ein Set. Das ist ja eine Spezialisierung. Hat zusätzlich noch eine Sortierung, eine aufsteigende. Und eine Implementierung ist zum Beispiel auch Tree-Set, auch von diesem Sorted Set. Was es weiterhin noch Hilfreiches gibt, und das ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie die Dinge, auf die Sie vielleicht schon gestoßen sind eben, im Java Collections Framework ist die Klasse Collections. Also eben hatten wir das Interface Collection ohne S am Ende. Die Klasse Collections enthält noch eine Menge von statischen Methoden, die ganz hilfreich ist, um mit diesen Collection S, wie auch immer, zu arbeiten, also mit den Kollektionen, sage ich jetzt mal, zu arbeiten. Zum Beispiel eine Methode, um zu prüfen, ob zwei Kollektionen unterschiedlich sind, also ob es kein Element gibt, was sowohl in C1 als auch in C2 enthalten ist in diesem Beispiel. Man kann auch abfragen, wie oft ein Objekt in einer Kollektion enthalten ist. Man kann eine Liste jetzt hier umkehren.
Man kann irgendwelche Werte ersetzen in einer Liste. Man kann sortieren. Das ist eine ganz hilfreiche Funktionalität. Genau, da gibt es auch verschiedene Methoden zu sortieren mit Komparatoren. Also man kann anhand der natürlichen Ordnung sortieren oder anhand einer Ordnung, die der Typ T schon vorgegeben hat. Oder man kann auch sozusagen eine Ordnung über so eine Komparatorklasse, über die wir auch schon mal gesprochen hatten, mit als Parameter reingeben. Und wie Sie sehen, alles hier ist generisch gemacht, also mit Typparametern. Oftmals, wie hier oben, mit Wildcards, weil hier ist es ja für die Disjoint-Methode egal, was für Collections es sind, können irgendwelche übergeben werden, die dann überprüft werden. Hier aber zum Beispiel beim Replace All müssen die Werte, die Dinge hier auch miteinander zusammenpassen. Also ich muss eine Liste mit Typparameter T haben und dann die beiden Werte, alten Wert und neuen Wert, wo ich den alten Wert durch den neuen ersetzen möchte, müssen auch vom Typ T sein. Das könnte dann Mammal sein oder was auch immer wir als Beispiel hatten, also Point, Vector Point, eben ein Typ, den ich hier benutzen möchte. Das war jetzt Collection, die Kollektion, ihre Spezialisierung. Wie gerade gezeigt, ist ein anderes wichtiges Interface in dem Java Collections Framework auch noch das Interface Map. Das hat zwei Typparameter, nämlich K und V für Key und Value. Und dieses Map modelliert eine mathematische Funktion von Key, also von der Menge an Keys, hin zu der Menge der Values. Oder auf Deutsch, K sind die Schlüssel-Keys und V, Values, die Werte. Das hat dann auch die Funktionseigenschaft, also ist links total und rechts eindeutig. Alle Werte in K werden abgebildet und werden auch nur auf einen Wert abgebildet. Eine solche Map enthält also keinen Schlüssel mehrmals und jeder Schlüssel bildet nur höchstens auf einen Wert ab. Dieses Interface Map erstmal, was eben vorgibt, wie so eine Map auszusehen hat, enthält die Methoden, die hier dargestellt sind, eben parametrisiert jetzt mit zwei Typparametern K und V. Besonders interessant ist hier zum Beispiel das Put. Ich gebe ein neues Element in diese Abbildung hinein, ein Paar aus Schlüssel und Wert, also Parameter K Key und V Value und bekomme hier das V nochmal zurück. Das ist eigentlich ein bisschen überflüssig an der Stelle, aber ist halt so implementiert. Sinnvoller ist es hier, wenn ich mich sage Get Key, dann bekomme ich, das ist also sozusagen der Funktionsaufruf oder die Funktionsauswertung, Get Key, dann bekomme ich den dazugehörigen Value dann eben zurück. Ich kann auch etwas aus dieser Abbildung entfernen und habe hier noch so ein paar weitere Hilfsmethoden. Ein Beispiel haben wir hier. Eine Implementierung von diesem Map-Interface ist zum Beispiel die Tree-Map. Und die kann ich dann verwenden, indem ich sage, ich möchte eine neue Tree-Map haben, parametrisiert mit String und Integer, um Berge abzuspeichern mit ihrem Namen als Key und ihrer Höhe als Integer. Und dann kann ich solche Wertepaare da hineingeben. Der Mount Everest ist 8848 Meter hoch. Mit Put kann ich dieses Paar aus Schlüssel, Name des Bergs und Wert hier in die Map hineinlegen. Den K2 nicht ganz so hoch und den Lotse kann ich auch noch ablegen und könnte dann jetzt abprüfen, zum Beispiel enthält diese Abbildung Mountains den Key Lotse? Ja. Ich kann mir die Höhe vom K2 mit Get zurückgeben lassen, also den Value. Ich kann mir auch versuchen, den Value der Zugspitze zurückzugeben. Dann bekomme ich als Ausgabe den Wert 0. Und in diesem Sinne ist es halt schon total definiert. Die nicht explizit reingelegt werden, die bilden eben auf 0 ab. Ich kann auch wieder was entfernen aus dieser Abbildung K2. Und danach ist dann die Menge, also der Elemente in dieser, oder der Paare in dieser Abbildung 2. Und die Werte kann ich mir noch mit Punkt Values rausgeben lassen, sind dann die verbleibenden Höhe der beiden Berge. Es gibt sowohl Values als Methode, um dann eine, ich glaube, es ist ein Set von Werten rückgeben zu lassen. Oder man kann auch, glaube ich, das Keyset ist eine Methode, um die Menge der Keys, die enthalten sind, zurückzubekommen. So kommen wir noch zu einem Teil. Wir haben jetzt gerade über Java Util gesprochen und das Collection Framework. Was auch noch hilfreich ist, ist das Paket I/O, also für Input-Output in der Java API, was Klassen zur Ein- und Ausgabe durch Datenströme und auch durch Dateien enthält. Und die wichtigsten Klassen hier sind sogenannte Byte-Stream-Klassen, also bytebasierte Input-Output-Klassen wie Input-Stream und Output-Stream und auch File-Input-Stream und File-Output-Stream. Vielleicht hatten Sie das schon mal, dass Sie irgendwas in Ihrem Java-Programm aus einer Datei lesen wollen und dazu brauchen Sie eben sowas oder ist zumindest dann einfacher zu implementieren.
Das gibt es bytebasiert, also einfach nur, was sozusagen Zahlen ausliest aus einer Datei. Oder auch schon, das ist oftmals hilfreich, schon gleich zeichenbasiert, was also die Bytes, die es aus einer Datei rausliest, schon gleich als Zeichen interpretiert. Da gibt es Reader, Writer, Input Stream Reader, Output Stream Writer und File Reader und File Writer. Genau, wenn Sie so etwas verwenden wollen, müssen Sie dann natürlich in die Dokumentation gucken, welche dieser Klassen ist genau für meinen Anwendungsfall die richtige. Und bei einiger dieser Klassen gibt es noch die Möglichkeit, einen Zwischenspeicher einzubauen, einen Puffer, sodass Ihr Programm nicht jedes Zeichen einzeln aus der Datei liest, wenn Sie nach dem nächsten Zeichen fragen, was relativ lange dauern kann, sondern immer so einen ganzen Rutsch an Zeichen liest und Sie können dann diesen Buffered Reader nach und nach dem nächsten Zeichen fragen. Das ist ein bisschen performanter, aber muss man auch ein bisschen mit aufpassen. Zwei Beispiele dafür, wie kann man das verwenden? Das Lesen von Zeichen der Standardeingabe in einen String kann man jetzt so umsetzen mit einem Input Stream Reader von der Standardeingabe, also von der Konsole. Wenn ich da mein Programm ausführe und dann noch Zeichen eingebe, kann ich die mit diesem Input Stream Reader auslesen mit der Read-Funktion, die dann auch anhält, wenn kein weiteres Zeichen eingelesen wird. Das Zeichen kann ich dann mir anschauen, sozusagen in den Character umwandeln, genau, und dann weiter einlesen, wenn ich das möchte. Oder das zweite Beispiel hier wäre das Schreiben von Zeichen auf die Standardausgabe. Da kann ich einen Output Stream Writer benutzen auf System Out. Das ist die Konsole. Ach, das hätte ich hier oben auch sagen sollen. System In ist die Konsole zum Einlesen sozusagen, der Strom, und System Out zum Ausgeben. Ja, und so kann ich dann eben eine Menge von Zeichen, die ich schreiben möchte, in einem String S Zeichen fürs Zeichen schreiben. Und am Ende mit Flush sagen, so jetzt schreib auch alle, die noch vielleicht irgendwo im Puffer sind, auch wirklich raus. Also dieser Output Stream Writer ist gepuffert. Genau, interessant ist es noch, dass das in Java so gelöst ist, dass diese verschiedenen Klassen in Java I.O. das Entwurfsmuster, also Design Pattern, Dekorierer oder Decorator realisieren. Das werden Sie im nächsten Semester in Software Technik 1 noch genauer hören, was das bedeutet. Aber das ermöglicht es, zusätzliche Funktionalität zur Laufzeit zu den einzelnen Objekten zuzufügen. Also Objekte, mehrere Objekte so zusammenzuschalten, sodass man insgesamt eine Funktionalität bekommt. Also man kann zum Beispiel sagen, man möchte einen File-Output-Stream, der macht byteweises Schreiben in eine Datei. Um den herum sozusagen baue ich noch einen Buffered-Output-Stream, um diese Funktion zu bekommen, dass die Ausgabe gepuffert ist und deswegen ein bisschen performanter. Und da herum baue ich noch einen Deflator-Output-Stream, mit dem ich diese Ausgabe auch noch komprimieren möchte. Und das kann ich so zusammenbauen, dass ich jeweils einen anderen Stream wieder als Parameter an den Konstruktor übergebe und dann quasi mehrere Objekte habe, die aufeinander verweisen und sich auch aufeinander dann aufrufen. Ganz interessant, auch in diesem Zusammenhang und insgesamt, wenn man in Java unterwegs ist, hier als Hinweis ist dieses Buch Java Puzzlers von Joshua Bloch und Neil Gafter, wo man ja so ein paar interessante Problemchen, die auch in den Libraries hier verstecken, ja, mitbekommt. Also es ist auch nicht ganz einfach, mit solchen APIs zu arbeiten. Man sollte sich nicht nur darauf verlassen, was die Methodennamen zu sagen scheinen, sondern es ist immer sinnvoll, sich auch genau die Spezifikation, also die einfach natürlich sprachliche Beschreibung dieser Methoden anzuschauen, um wirklich zu verstehen, was ist das, was diese Methode macht. Und auch das kann natürlich immer noch schwer verständlich sein. Natürliche Sprache ist ja etwas mehrdeutig, aber da muss man schon ein bisschen, wenn man diese Methoden verwendet, ein bisschen aufpassen, was da jetzt eigentlich ist. Es ist nicht immer das, was Sie genau erwarten würden. Und als Beispiel können Sie sich dieses Video hier angucken. Ich glaube, genau, es ist schon auf 4 Minuten 14, wo ein Beispiel, was Lustiges passieren kann oder auch vielleicht nicht so Lustiges, erklärt wird. Zusammenfassend auch schon zu diesem Teil der API. API, also Application Programming Interface, eine Sammlung von Klassen und Paketen für häufig benötigte Funktionalität. Und es ist für uns als Java-Programmierer sehr schön, dass dass Java quasi nicht einfach nur eine Sprache und eine Ausführungsumgebung ist, sondern eben auch diese Standard Funktionalitäten auch gleich mitliefert. Das ist bei anderen Programmiersprachen, zum Beispiel in C++ oder so auch der Fall, dass man da so Standardklassen mitgeliefert bekommt, aber in Java eben auch. Und das ermöglicht es uns, so Details wie sortiere ich eine Liste, dann eben doch nicht selber implementieren zu müssen, sondern auf einer höheren Ebene implementieren zu können. Nochmal zur Wiederholung, die häufig verwendeten und hilfreichen Klassen sind Object, String, Math, Enum, Comparable und die Wrapper-Klassen und eben, und das ist wirklich sehr hilfreich, die Java Collections. Wichtige Pakete, wie eben schon gesagt, lang
util und io. Und das sind eben auch die, die Sie jetzt bei der Bearbeitung, glaube ich, alle drei oder vielleicht auch nur zwei davon, gucken Sie sich das Übungsblatt an, jetzt auch benutzen dürfen, um sich dann eben auf die Kernfunktionalität konzentrieren zu können und das jetzt nicht nochmal neu implementieren zu müssen. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Bearbeitung des Übungsblattes und wir sehen uns nächste Woche.